Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Shaolin Mystery, der Stab des Jadedrachen. Genau, ich habe ja hier vor dem Tempel hier aufgehört. Und wir haben ja auch in der letzten großen Aufnahme ja auch einiges wieder erlebt. Wir haben unter anderem erlebt, dass wir uns in einer Meerjungfrau, also beziehungsweise die Protagonistin Yu, aber wir spielen ja Yu, deswegen sage ich das halt so, dass wir halt ja, sag schnell, in eine Meerjungfrau uns verwandelt haben, dass wir halt die Möglichkeit hatten, auch unter Wasser zu atmen. Und dadurch haben wir ja auch eine sehr schöne und wundervolle Unterwasserwelt erlebt. Mit sehr schönen Meeresbewohnern und. Das war alles wirklich sehr schön bunt auf jeden Fall. Und es hat auf jeden Fall mir auch sehr viel Spaß gemacht, die Unterwasserwelt. Also ich sag ja, ich liebe Wimmelbildspiele, wo man halt unter Wasser spielen kann. Also das finde ich so bezaubernd und wunderschön. Und ja, dann haben wir ja natürlich auch, wenn ich mich richtig entsinne, einen Teil des Stabs auch schon gefunden. Aber das haben wir ja jetzt hier nicht mehr. Das haben wir ja meines Wissens da abgegeben. Das liegt schon ein bisschen her, wo ich jetzt die letzte Aufnahme von Shaolin Mystery, der Stab des Jadedrachen, gemacht habe. Und ja, ohne viel zu quatschen geht es jetzt hier natürlich weiter. Und ich finde die Riesenstatuen hier richtig toll. Finde ich interessant auf jeden Fall. Und da steht jemand auf einem Bein nur. Fantastisch. Meine Schultern sind steif. Gib mir eine Schüssel Medizin, dann verrate ich dir, wie du an den Hindernissen vorbeikommst. Man könnte auch das auch selber erledigen, ne? Aber nein, das muss ich ja machen. Pagodenspitze. Diese Trainingshindernisse blockieren den Weg zum Tempel. Vielleicht weiß der Mönch, wie man sie überwindet. Okay, dann, ach so, dann muss ich erst durch die Hindernisse, um zum Tempel zu gelangen. Ach, wie toll. Okay, dann gehen wir erstmal ins Häuschen. Und da ist direkt ein sehr schönes Wimmelbild. Und ich glaube, ich mache das auch zuerst mal. Eine Keramikschüssel, eine schwarze Perle, Lotusfächer, Frosch, Gänsblümchen, Schnecke, Pinsel, Pfeil, Kram, Ochse und ein Türklopfer müssen wir jetzt suchen. Und ich hoffe, dass wir das Ganze auch finden. Okay, da haben wir schon mal die Keramikschüssel. Das ist sehr schön. Da haben wir den Pfeil. Der Frosch. Der Ochse. Der Türklopfer ist da. Da haben wir den Kamm. Ne, den Ring brauchen wir leider nicht. Da haben wir die schwarze Perle. Da haben wir die Schnecke. Da haben wir die Lotusblüte. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ein Fächer fehlt mir noch, ein Gänseblümchen und ein Pinsel. Könnte das Gänseblümchen sein? Nein. Ist es leider nicht. Aber da wird schon mal den Pinsel. Ist das kein Pinsel? Nee. Och, schade. Tja, dann müssen wir natürlich ein bisschen weiter suchen. Ach, da haben wir das Gänseblümchen. Ein Fächer. Das ist bestimmt wieder so ein asiatischer Fächer. Jo. Und ein Pinsel. Tja, den muss ich jetzt natürlich erstmal suchen. Aber den finde ich jetzt irgendwie auch nicht. Aber das sieht mir nach einem Pinsel aus, aber das ist keiner. Ich klicke drauf, aber passiert leider nichts. Och, Menno. Kann doch nicht sein. Wo ist denn der Pinsel? Nee, das ist hier eine Aubergine. Sag mal, Pinsel, wo hast du dich versteckt?
Das ist eine Feder. Eine Trompete. Sag mal. Spinn ich oder was? Ach, keine Ahnung, wo der ist. Tipp, hilf mir mal. Da. Trollerlol. Und wir haben die Keramikschüssel erhalten. Dieses Gefäß hat einen langen Riss. Ist da etwas drin? Höchstwahrscheinlich. Die Medizinflasche ist versiegelt. Ja, das sehen wir. Leider. Ach, hier gibt es ja auch noch einen Seiteneingang. Ist hier interessant. Oh Gott, und da müssen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen wiederfinden. Okay, ich hoffe, dass sie alle hier sind. Da ist auf jeden Fall schon mal ein... Ich glaube, das sind Etiketten. Na, dann sind die nicht so schwer zu finden. Ich sehe ja hier schon einige. Ah, da hat sich auch noch was versteckt, eine Pfeile. Okay. Da oben ist auf jeden Fall noch eins und da. Jawohl. Bringe die Etiketten auf dem Medizinschrank an. Okay. Wie darf ich das machen? Ach so. Aha. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tja, da muss ich jetzt ein bisschen raten. Auf jeden Fall, ich versuche erstmal so grün hier zu machen. Ich weiß ja jetzt auch nicht, ob das Ganze hier eine bestimmte Reihenfolge hat oder nicht oder doch, keine Ahnung. Nein, das wollte ich da haben. Boah, das ist jetzt natürlich ein bisschen dämlich. Kann auch sein, dass in einer Reihe die gleiche Farbe. Ach nee, wenn die dunkel sind, dann sind die richtig. Okay. Und wenn ich die anklicke und nichts passiert, dann sind die wohl auch schon richtig platziert. Okay, schön zu wissen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, dann kann ich ja das doch so machen. Aha, okay. Ach ne, hier sind die dunklen, also die dunkelbraunen. Nein, nein, nein. Und jetzt habe ich das Muster auch erkannt. Da und da. Ne, unten. So. Jawohl. Da haben wir ein Rezept haben wir bekommen. Schön. Okay. Es fehlt eine Puppe, die wir nicht haben. Können wir die Pfeile hier benutzen? Tatsache. Und jetzt hilft mir ein Korken, ne? Ich brauche etwas, um dies mitzunehmen. Oder reicht mir die Schüssel? Tatsache. Das ist aber ein bisschen unlogisch. Da ist aber noch ein Korken drin. Okay, ist egal. Medizin. Da haben wir sie. Konzentriere dich. Hände, Augen und Füße und Körper müssen ruhig sein. Versuche es jetzt selbst einmal. Toller Hinweis. Aber ich versuche es wirklich mal. Klicke, um die Hindernisse zu drehen. Öffne einen Pfad, um sie zu passen. Oh mein Gott. Oh Gott. Scheiße.
Ja, das kann ja lustig werden. Scheiße. Fuck. Kann ich nochmal von vorne anfangen? Ja. Mann, ich will erstmal den Vorletzten irgendwie ein bisschen drehen. Oh Gott, ich merke jetzt schon, das wird ein tolles Rätsel. Boah, leck mich doch. Nummer 26. Da heißt es einfach nur ausprobieren. Oh, naja. Scheiße. Oh, ja. Nein. Ja, oh mein Gott. Ja, ich war ein bisschen still, ich weiß, aber ich musste auch ein bisschen überlegen, wie ich das jetzt machen könnte. Aber wir sind jetzt zumindest vom Tempel.